Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Crazy Machines. Wir machen weiter. So, wie gesagt, wir sollen das hier alles sauber machen und müssen gucken, dass diese Gewichte da rüberkommen. Ich verstehe es. Glaube ich. Na? Ja. Jetzt mache ich euch so und dann kann ich die hier miteinander verbinden, dann sollte das reichen, um sie hochzuheben. Kann man den hier umdrehen, ihn in die Richtung pusten lassen, baut hier den umgedrehten von denen, ja. Ah, noch nach oben bitte, dankeschön. Dann hat man hier den da. Jawohl, so rum. Oh. Oh. Okay. Ich muss das doch so irgendwie machen, oder? Warte. Wenn ich das so rum mache? Dann verkeilen die sich ja, ne? Ja, das sieht gut aus. Nein, nicht! Nein, nein, tu das nicht! Oh, Idiot. Jetzt sieht's gut aus. Haha, ich kann es. Yeah. Es geht garantiert wegen irgendwas schief, wetten. Ja. Es ist schief gegangen, sehr schade. Dann weiter hoch. Ah, schöne Musik. Ich liebe die Musik von Crazy Machines allgemein sehr. Das ist nicht, was ich genau möchte. Das sieht... Oh, das sieht gut aus. Oh, warte, jetzt platzen die wieder nicht, ne? Verdammt. So, warte, wo muss das Ding sein? Ich kann es genau... Es reicht! Yeah! Wuhu! Yeah, was war denn der Plan gewesen? Ah ja, okay. Also so ähnlich, wie ich es auch hatte. Nur die hätten ihn dann halt zum Platzen gebracht. Okay. Bis hierhin sieht es doch gut aus. Im vierten Part, 70 Rätsel fast gelöst von 102. One of the boxes is just like... Sehr schön, die Box muss da runter. Ja, bis hierhin klingt es machbar. Ich habe zwei Räder, okay. Na, das ist, denke ich, klar. Das Gewicht muss mal wieder für einen geballten Schwung sorgen. Ah, natürlich. Dann so. Mach mal den hier an. Und das Gewicht sollte vielleicht auch... Oh yeah. Das war jetzt nicht so, wie ich es erwartet hatte. Ja, oh, wunderbar. Ah, du blöder Troll, ey. Das Zahnrad war wieder unnötig. Haha, yeah! Wow, was war denn der Plan? Das Ding... Ja, das Ding hängt wieder da oben. Alter, natürlich. Klar, da oben. Das hat sehr viel zur Lösung des Problems beigetragen. Okay. Soll diesen Ballon in diesen Käfig bringen. Uiuiui. Das klingt nach ganz schön schwieriger Arbeit. Warte, was haben wir alles? Ja, die Kanone muss bestimmt hier hin. Ja, das Licht zum Anzünden muss dahin wahrscheinlich. Ja, hallo, doch. Ach so. Doch, geht doch alles. Eine Lunte. Ach so, warte, wir können ja das Ding hier
So, hier runterstellen, sobald es tief genug ist, dann kann das ja hier anzünden. Dann können wir mit der Lunte, können wir... Ich habe eine Mail gekriegt, wahrscheinlich hat jemand auf eins meiner Videos kommentiert. Okay, dann schießt er das Ding da rüber, sodass das Gewicht hier drauf landet. Dann wird es mit Hilfe dieser absolut genialen Zahnrad-Kombo... Na, jetzt bau das. Hallo? Ah ja, da kann er wieder nicht bauen, ey. Dann anders. Nicht vielleicht da. So, das ist doch schön. Doch, das geht. Keine Ahnung, ob das funktionieren wird, aber muss, also wird. Haha, das ist so genial, es wird funktionieren. Boah, Alter, seht ihr, wie gut das funktioniert? Dieser Ballon ist so gut wie da. Und... Boah. Alter, wie geil einfach nur von uns. Ja, okay, die hatten das so ähnlich. Wir haben das auch so geschafft. Also geht. So, wir sollen diesen Ball da runterbringen. Okay. Das ist, denke ich mal, klar. Wir machen erstmal das, was definitiv klar ist. So. Ach so. Das ist das Problem, okay. Also müssen wir irgendwie schnell genug diesen Dominostein da reinkriegen. Das geht. Halt! Ich will mir das Geld für den da sparen. Kann ich dich entfernen? Zack. Yeah. Haha. Wo hätte der Ball diesen Plan unterstützt? Da unten. Ja, seht ihr die Unterstützung, die er liefert? Okay, also irgendwas ist an diesem Remake, also das war ja früher kein Steam-Spiel, aber irgendwas ist an diesem Remake dann anders geworden. Okay, dieser Ball muss da rein. Das klingt kompliziert. Oh Gott, ey. Okay, wir können schon mal das tun, was wir tun müssen. Das da. Damit wir ein bisschen mehr Übersicht haben. So, das Ding, das fährt jetzt dahin. Den Eimer haut's runter. Was war nicht so... Warte, den Eimer haut's ja runter. So vielleicht? Ach so. Der fährt in die andere Richtung. Oder aber er fällt runter. Okay. Da könnten wir einen Basketball hinpflanzen. Was sollen wir mit den ganzen Dingen? Wahrscheinlich sind 90% da wieder komplett unbeachtet. Nein, den können wir da nicht hinziehen. Ah, das hat ja super funktioniert. Okay. Kann ich vielleicht den Eimer auch einfach mit dem Ballon verknoten? Geht das auch? Ja, das funktioniert ja super. Scheiße. Aber ich könnte ja in der Theorie, könnte ich ja das so machen, dass der Eimer sofort geschnippelt wird. Oder auch nicht. Vielleicht hier so? Wow, das hat super funktioniert.
Okay. Okay, dann könnte man ja in der Theorie, könnte man ja jetzt den Luftballon hierhin fliegen lassen. Verdammt! Ich mach den mal ein bisschen schwerer. Hallo? Ich muss doch... Ach, ist dir das schon wieder zu viel? Ja, komm doch her, Eimer. Los! Ja. Oh! Wie war das geplant? Alles klar, die Kiste. Die Kiste und... hä? Okay. Das könnte vielleicht Sinn ergeben. Okay, zeig mal. Wie soll das gehen? Ah, okay. Das ist cool gedacht. Das ist echt cool gemacht, ja. Der muss da rein. Ich habe ein Seil und zwei Gewichte. Ah ja, okay. Okay. Das sieht bis hierhin recht logisch aus. Gucken wir mal, ob das so genau richtig ist, um den Ball anzustoßen. Nein! Oh, schade. Bisschen mehr Energie. Hahaha. Oh. Ist das jetzt euer Ernst? Das reicht nicht. Okay, dann Ball. Los, go for it. Roll, los. You can do it. Du kannst es schaffen. Mach mich stolz. Ich bin Michael J. Oh yeah, ey. Wie geil. Zeig mal her. Ah, okay. Ja, das funktioniert natürlich auch. Ah, das dauert auch so lang. Okay. So. Oh, Fiddlesticks. Was ist das denn? Fiddlesticks, okay. Ja, diese Box ist fest, die hängt fest. Wir sollen die doch da bitte mal wegtun. Hm. Was haben wir alle? Ja, wir haben schon mal das da. Das ist immer gut, denn das muss so sein. Dann müssen wir das Ding wahrscheinlich wegsprengen. Hä? Dann müssen wir in die Richtung wegsprengen. Okay. So vielleicht? Ah ja, das muss man noch. Wow. Das hat ja viel gebracht. Wow. Nächster Versuch. Das scheint nicht zu funktionieren. Nein, auch das hat nicht funktioniert. Okay, also sofort abschießen können wir. Das ist ja schon mal gut. Das hat nicht funktioniert. Wow! Okay. Also was wir auch tun können, das weiß ich. Wir können hier hingehen. Und dann dahin. Dann können wir nämlich hier das Teil mit dem hier wegketten. Das hat ja super funktioniert. Nein! Wieso hat's denn den jetzt so weit geschleudert? Ach, weil die Explosion stärker war, okay. Oh, super, jetzt funktioniert das wieder nicht.
Das ist der einzige Nachteil, den man hat, wenn man das hier benutzt. So. Das hat ja super funktioniert. Yeah. Wow. Ja, es hat funktioniert. Ha. Wie war der Plan? Okay. Ach ja, das ist ja total easy, ey. Das hätte ja jeder gekönnt. Tö. Okay. Wir sollen diese Ballons kaputt machen. Ah, es hat nicht funktioniert. Ich glaube, wir sollen auf jeden Fall diese Ballons explodieren lassen. Alt, verpiss dich mal. Okay. Ist das euer Ernst? Dieser Luftballon behindert jetzt den anderen? Ja, jetzt haben wir gar keinen angezündet bekommen. Wow! Einer hat gebrannt. Yeah! Das war zwar nicht der, den ich haben wollte, aber egal. Oh wow, beide aus. Nein! Das gibt's doch gar nicht! Du blöde Kerze! Yes! Jetzt hat's funktioniert! Ha! Was war unser Ziel? Was soll man denn tun? Hä? Da müssen beide gerettet werden. Ach so, wir sollten ihn nicht platzen lassen. Oh, das kann doch jeder. Die explodieren lassen war viel schwerer. Okay, gut, was sollen wir jetzt machen? Wir sollen Licht anmachen. Na, das ist ja super. Gut, damit bringen wir den Ballon zum Platzen, womit wir den Schalter aktivieren können, was dann besonders gut ist, weil wir damit alles zerstört haben. Und hier... Wozu brauchen wir dieses zweite Gewicht? Das ist garantiert wieder irgendwo, wo es überhaupt keinen Sinn ergibt. Das haben wir hingekriegt. Das andere kriegen wir doch auch weg, oder? Oder was passiert da jetzt? Wow, das hat ja viel gebracht, aber trotzdem funktioniert das. Wir hätten das Hä? Die Hälfte dieser Rätsel sind sehr verwirrend. Ach so. Das ist ein umgedrehter. Der darf nicht aktiviert sein. Ja, aber okay. Dann wird das Ganze ein bisschen leichter. Was habe ich denn jetzt überhaupt reingebaut? Ich habe die Stecker gezogen. War das alles? Es ist explodiert. Ah, fuck! Scheiße. Das habe ich nicht bedacht. Der andere ist schneller, ne? Puh. Ich kann ja das hier, dann kann ich ja hier so. Nein! Ah! Aber ich muss es schon höher machen. Nein! Verdammt! Genau. Damit haben wir den einen Weg versperrt und der andere Weg, ja,
Oh. 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 Oh nein. Dann machen wir es anders. Wir nehmen dich und schmeißen dich da hoch. Müsste das doch so gehen. Wenn wir das jetzt ganz, ganz, ganz geplant so aufstellen. Ob das jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe aber die Hoffnung, dass es irgendwas bewirken könnte. Hör auf so zu zappeln, das ist physikalisch nicht möglich. Nein, du verschwindest da jetzt nicht. Bleib da, du blöder Eimer, du scheiß verdammter Eimer, du nein! Ich glaube, das funktioniert so nicht. Scheiße. Dieser verdammte Eimer! Dich nehme ich jetzt so weit wie möglich weg. Oh, das hat ja super funktioniert. Wenn ich dich da hier so hinziehe? Ja, super. Das hat ja super funktioniert. Wow. Okay, der rutscht hier. Aber ich kann ihn doch bestimmt irgendwie da reinsetzen oder so, oder? Boah, der passt halt echt da rein. Wie geil. Warte, warum hat es die nicht angezündet? Okay, dann kriegst du halt ein bisschen mehr. Hä? Ach, jetzt hör mir doch auf, ey. Das ist doch gar nicht wahr. Wo könnte ich den denn dann hinsetzen? Hier bringt ja nicht so viel. Oder? Bringt das was? Reicht das? Ich meine, der wird sich jetzt gleich beruhigen. Dann könnte es durchaus sein, dass wenn die Kugel im richtigen Moment reinfällt, dass sie aufgehalten wird. Boah, das ist ganz schön kompliziert, dieses 76. Rätsel. Das muss halt perfekt getimed sein, ne? Die Lösung ist eh wieder ganz lächerlich bestimmt. Es zählt, das nehme ich. Das war nicht wie geplant, aber egal, das zählt. Kaufe ich. Was war der Plan? Das will ich jetzt wissen. Ach so. Oh. Da war aber jemand hier richtig, richtig, richtig kreativ. Okay, dieser Eimer soll da nach rechts. Was passiert denn aktuell? Oh, aktuell explodiert er. Das ist ja nicht so gut. Dann brauchen wir hier eins. Brauchen hier eins. Wir müssten das hier schaffen. So. Nein, du warst genau der Falsche. Dich ziehen wir und wir ziehen. Oh. So. So hoch wie möglich. Das sieht doch gut aus. Oh oh, oh oh, oh oh. Ja, der hat es geschafft. Der hat es geschafft, meine lieben Freunde. Er hat es geschafft. Oh, das funktioniert ja super. Ah, super. Wie weit können wir denn gehen? Sollte reichen. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Er kommt durch, er ist durch und jetzt sollte alles gehen. Oh, geht das? Es geht natürlich nicht. Das wäre die einzige Möglichkeit, das Teil hier noch so höher zu machen. Das geht doch auch nicht. Ich kann dich ja umdrehen. Ja, das bringt mir ja nichts. Wenn ich das hier hinsetze, dann dreht sich's ja wieder. Oder dreht sich.
Ach, natürlich. Dadurch hat sich die Drehrichtung umgeändert. Nein, das passt nicht. Das passt nicht. Hä? Das muss der sein. So, dann passt es wiederum, aber dann verstehe ich nicht dieses eine Zahnrad. Wozu brauche ich das dann? Reicht das? Reicht das? Bitte sag mir, das reicht. Es könnte. Yeah! Wie war da jetzt der Plan? Oh! Okay, ich gebe zu, das war ein bisschen besser als meine Leistung. Trotzdem werden wir jetzt zum Doktor ernannt, was sehr schön ist. Wir sind jetzt ein Doktor. So, daher wissen wir das Ziel ganz automatisch. Wir sollen nicht hier irgendwas... Weißt du schon. Das ist doch wieder so ein Ding, wo wir hier... So müssen wir das doch wieder machen, ne? Ja. Bis hierhin war es sinnvoll. Moment, warte. Wie war das? Wir können doch die Dinger irgendwie dazu zwingen, dass sie so ganz, ganz komisch... Aber das hat ja schon mal nicht funktioniert. Das hat auch nicht funktioniert. Hä? Wie soll das gehen? Das hat nicht funktioniert. Das funktioniert super. Wait, what? Das funktioniert ja nicht, ne? Ich kann das ja nicht so nah bauen, dass es sich genau berührt. Nö. Das hier war frei bewegbar. Ah, es hat nicht so ganz. Okay, wir sollen im Endeffekt die Dinger ausschalten. Wie kriegen wir das denn hin? Das hat so nicht funktioniert, wie ich warte. Das war dämlich. Warte. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt hier hingehe und dieses Ding umbaue? Das hat ja super funktioniert. Das funktioniert irgendwie nicht so, wie ich das gerne hätte. Irgendwie muss ich ja diesen Ball anstoßen. Aber wie kriege ich denn das Teil dazu? Warte mal. Nochmal alles weg. Wie kriegen wir das denn jetzt hin? Das ist richtig kompliziert. Können wir das Teil da runterfallen lassen?
Das war genau gar nicht, was ich wollte. Also, der fällt da nicht runter. Was ich ja machen kann, ich kann den ja hier so. Ja, das funktioniert auch nicht. Dann könnte ich in der Theorie, könnte ich das hier so machen. Und dann habe ich nichts erreicht. Wow. Alter, ich bin so ein Mörder. Boah, wie soll denn das jetzt gehen? Das ist total kompliziert. Krieg doch dieses Ding da nicht hoch. Wie soll denn das funktionieren? Muss man das vielleicht irgendwie über das Teil hier machen? Muss man irgendwie einerseits so und andererseits... Ach, das geht nicht, ne? Okay, jetzt bin ich das erste Mal so richtig verwirrt. Wie könnte man das hinkriegen? Aber wir haben ja nicht viele Möglichkeiten. Das ist nicht ganz, was ich mir erhofft hatte. In Ordnung, wenn du unbedingt weg willst, dann gehst du weg. Und das denn nicht irgendwie so? Nö, den hält das einfach auf. Okay. Irgendwie so. Irgendwie so muss das gehen. Das war zu weit. Ah, verdammt. Wir kommen näher. Das ist auch noch nicht richtig. Nein. Doch, da war's, da war's. Da war's. Habt ihr es gesehen? Im zweiten Anlauf. Nein. Nein. Nein! Das ist nicht wahr! Haha! Wie wäre da jetzt der Plan gewesen? Das will ich sehen. Ein guter Plan hätte voll funktioniert. Okay, für manche dieser Dinger gibt es einfach keinen Plan. Und ich sehe gerade, ich bin einfach mal viel zu lange schon wieder in der Folge drin. Falls euch die hier gefallen hat, würde mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Crazy Machines. Bis dahin, Servus!